Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, ich habe mich jetzt doch noch dazu durchgerungen, wollte mal ein kleines Update geben zum Schickling-Grill. Und zwar bin ich jetzt doch mal hingegangen und habe mir noch für 190 Euro den massiven Edelstahldeckel dazu geholt mit Thermometer. Ja, will das jetzt mal zeigen, wie es von innen aussieht. Ja, dieser Rost ist dann noch dazugekommen, ein Ablagerost. Ja, der gehört praktisch mit zum Deckel. Was man auch nicht mehr braucht, das ist dieses Windfangblech. Das wird nicht mehr benötigt, weil wir haben jetzt hier quasi durch den Deckel ein integriertes Windfangblech. So, da sind die Roste. Ja, der Deckel schließt. Sehr schwer, sehr massiv. Alles aus reinem Edelstahl, auch die Schrauben. Montage ist relativ einfach. Vier Schrauben, hier zwei. Und auf der anderen Seite nochmal zwei Schrauben. So, ja, so sieht das jetzt aus. Dann haben wir also die Roste und hier oben noch ein Ablagerost. Ja, ja, funktioniert ziemlich gut. Ist jetzt auch schon ein paar Mal gelaufen, wie man sieht. Ja, auch Edelstahl verfärbt sich, wenn es heiß wird. Hier ist der Kohlerost. Ja. Gehen ja auch mal da mal reingucken, wie das jetzt so nach ein paar Benutzungen aussieht. Eine Ascheschublade, die man immer noch gut sauber bekommt. Und das hier, das ist eine Grillplatte. Ja, ihr seht, glaube ich, wie dick die ist. Ja, die wiegt auch mehrere Kilo. Die will ich jetzt auch nicht herausheben. Die kann man einsetzen anstelle von zwei Grillrosten. Also, da müsst ihr zwei Rosten rausnehmen. Ja, und stattdessen die Platte einsetzen. Dann kann man darauf braten. Ja. Eine Platte kostet auch nochmal 55 Euro. Das hört sich viel an. Aber wenn ihr die in der Hand habt, ja, die wiegt, glaube ich, 3 Kilo und ist super dick und massiv Edelstahl. Ja, also dann relativiert es sich dann doch wieder. Die wird ewig halten. Ja, und die kann man dann hier draufsetzen und dann könnt ihr hier braten. Ja. Was ich auch noch empfehlen kann, es gibt ja eine Menge Grillreiniger. Das ist der Becher. Ja, der ist nicht öko, der ist nicht bio, der ist nicht für kleine Mädchen. Der ist, ja, die gute alte Natronlauge. Natriumhydroxid. Ja, extrem korrosiv. Ja, die ätzt und ätzt und ätzt, bis nichts mehr über ist. Funktioniert zum Reinigen ganz gut. Solche Verfärbungen hier kriegt man damit nicht mehr weg. Da müsst ihr die ranschleifen. Aber da das ein Kohlerost ist, spielt das keine Rolle. Das kann man lassen. Wichtig ist eigentlich immer, dass der Gratrost, der Grillrost sauber ist. Ja, und das ist er ja jetzt. Und wenn ihr dann mit Natriumhydroxid rangeht, dann habt ihr keine Probleme mit Bakterien, Viren. Da lebt hinterher nichts mehr. Ja, ich habe das Zeug vor 30 Jahren mal im Auge gehabt. Da bin ich ein halbes Jahr mit einer Augenklappe rumgelaufen, wie ein Pirat. Ja, das war nicht so angenehm. Also passt mit dem Zeug auf. Ja, super ätzend. Geht nur mit Handschuhen und Schutzbrille. Meine Schutzbrille habe ich immer auf. Ihr kennt das. Ja, weil ohne die sehe ich nichts. Ja, jetzt hat man also auch die Möglichkeit, ein bisschen zu smoken. Ja, und mal ein Philly zu garen. Ja, hier haben wir noch Öffnungen, die wir verstellen können. Mit Luft, ja, und hier auch nochmal. Ja, hier können wir dem Grill Luft geben. Ja, ich habe das mit dem Deckel noch nicht getestet. Ich war ja nie so ein Freund vom Deckel, aber naja, wenn wir jetzt hier mal auf der Grillplatte ein Philly-Steak drauflegen, wir legen das von der Kohle weg. Hier haben wir hier die Kohle. Hier haben wir nichts. Dann legen wir das hier hin. Ja,
um das Garn zu kriegen, Deckel drauf und dann irgendwo bei 200 Grad oder so, ja, gemütlich gar kochen oder garen. Das geht ohne Deckel ja nicht. So, ich werde es mal testen und ansonsten, ja, sieht der Grill natürlich so schon schicker aus und irgendwo grilliger, ja, wenn man Deckel hat. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ist ganz schönes Monster. Ja, aber was mir auch gefallen ist bei diesem Grill ist, der wird super knacke, kacke heiß. Ja, also diese Grillschublade ist bei mir immer in der vorletzten Raste. Wenn ich den höher mache, habe ich ruckzuck alles verbrannt. Das heißt, er wird sehr, sehr heiß. Ja, weil der von unten richtig gut Luft kriegt und ja, halt super heiß wird. Ja, also wenn man hier wirklich die ganze halbe Schublade mit Kohle belegt, ja, dann könnt ihr hier die Hand nicht mehr hinhalten. Dann ja, habt ihr eine schwarze Hand, die dann irgendwann abfällt. So, ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ja, zeigt das mal von innen, wie das aussieht. Hier ist kommt praktisch das Thermometer raus. Ja, ja, ich glaube, es ist eine gute Sache. Sehr solide, sehr edelstahlig, alles Edelstahl, ja, doppelwandig, ja, ja, hier innen eine doppelte Wand, ja, ist schon, da macht schon einen robusten Eindruck, ja, ja, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes, macht's gut, bis zum nächsten Mal.